So. Natürlich, kein Stimpak. Die sind ja rar gesät. Mikrofusionszellen. Die lasse ich mir nicht entgehen. Ach du Heilige. Plasmapistole. Da sind noch welche. Die Waffe haben wir rausgeschmissen. Gut, wir gehen weiter. Ne. Mobiler Gesichtserkennungsscan. No. Das stelle ich mir gefährlich vor. Ich höre übrigens den Androiden. Da kommen wir nicht rein und da kommen wir auch nicht rein. Schade, Shipping. Ja, dann sehen wir uns hier noch etwas um. Oh, dieser Alarm hier. Ah, hier ist keiner mehr. Security is your duty. Sicherheit ist deine Pflicht. Aha. Wachbord. Du willst also nach den Regeln spielen. Nachladen. Mach ihn nur noch wütender. Das war's mit dem Wachbord. Ungültiges Gesichtsmuster. Zugang zum ersten Stock ist registrierten Angestellten vorbehalten. Ja, wir müssen natürlich alle umlegen. Lass mich durch, es wird sich für dich lohnen. Ungültige Antwort. Entfernen Sie sich. Sie haben 30 Sekunden bis zur Aktivierung der Sicherheitssysteme. Das hat mir auch erledigt. Okay. Das war sehr effektiv. Muss ich schon? Verdammt. Nein, jetzt habe ich irgendein komisches Altmetall mitgenommen. Zeit für eine Verdammt. Ach du Heilige! Muss die Waffe immer nach jedem Schuss nachladen. Altmetall. Oh. Sehr gefährlich. Du willst also nach den Regeln spielen, was? Da wäre ich mir nicht sehr sicher. Ah ja, Flammbrennstoff mitnehmen. Die scheinen das ja schon zu klären. Okay, sehr leicht. Nail, Ball, Hall. Okay. Ja, ich will... Ja, ich warte immer noch. Warum komme ich denn nicht gleich auf das Menü zum Knacken? So, passt. Boah. Ich weiß nicht, ob die restlichen Androiden schon getötet wurden. Oder eliminiert wurden. Von töten würde ich hier nicht direkt sprechen. Hart. Ja. Sehr, sehr leicht verschlossen. Gar kein Problem. Ich muss nur diesen komischen... Komm, Beilung. Beilung. So. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Aber ich hoffe, wir bekommen das noch hin. Play, ja. Ich will das doch nur knacken, bitte, Spiel. Und dann müssen wir ja immer noch die Truppe finden von der Bruderschaft. Oh, na endlich. Have. Perfektes Passwort. So, was haben wir hier? Okay. Von Carlo. Carlo, ich brauche sobald wie möglich jemanden hier drüben, der die Daten des alten Vizepräsidenten von diesem Terminal löscht und es mit meinen persönlichen überschreibt. Vielen Dank. Diese ganzen Korrespondenzen hier. Mr. Rook von Sarah Wang. Mr. Rook, in den letzten 2 Wochen haben mehr verschlüsselte Nachrichten die Firma verlassen als sonst. Das eingesetzte Verschlüsselungsprotokoll ist ungewöhnlich. Ich habe es noch nie gesehen und ich bin mir sicher, es ist nicht vom Verteidigungsministerium abgesegnet. Ich fürchte, alles deutet darauf hin, dass jemand Insider-Informationen weitergibt. Sarah Wang. Sarah... An Sarah Wang von Carl Rook.
Mrs. Wang, bitte gehen Sie der Sache weiter nach und halten Sie mich über Ihren Fortschritt auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit sollte die Angelegenheit bitte unter uns bleiben. Ich sorge dafür, dass die entsprechenden Stellen verständigt werden. Und bitte, nennen Sie mich Karl. Karl. Ja. Okay, von Sarah Wang an Karl Rook. Karl, ich bin mit der Entschlüsselung der Pakete weitergekommen. Soweit ich erkennen kann, schickt da jemand Fortschrittsmeldungen an einen sicheren Offsite-Server. Wenn ich eine Vermutung riskieren sollte, würde ich sagen, die Nachrichten gehen an Poseidon. Aber stichhaltige Beweise habe ich dafür nicht. Sarah. Das ist ja skandalös. Aha. Eliminieren. Hoch. Vielleicht mal eine Wasserpistole benutzen. Okay. Aha, Erbrachsu-Putzmittel. Schön, dass wir einfach alle Wachbots töten. Echt toll. Hoch. Und das war's auch mit denen. Kommt sofort. Gute Arbeit, Cass. Und Rex natürlich. Wir können hier sehr gut Munition sammeln. Und ja, der Alarm, der ist leicht störend. Aber hey. So. Okay. Mitnehmen. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Ich sollte wirklich mal eine andere Waffe ausrüsten, die ist suboptimal. Silenced Granatengewehr. War auch nicht übel. Okay, 12,7 mm Pistole, die ist aber schon ordentlich angeschlagen. Die 9 mm, die reguläre. Okay. So, ist leer. Gucken. Die 12 Stück lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch wirklich sehr viel finden. Sehr viele Briefbeschwerer. Patronen. Okay. Ja. Ihr seht, meine Gefährten kümmern sich darum. Das ist echt komfortabel, Leute. Also wirklich. Ich meine, ich muss nichts machen und die ganzen Gegner werden getötet. Das gefällt mir, da sage ich nicht nein. Verdammt nochmal. Verschlossen. Okay, das hier können wir aber knacken. Mit all unserer Macht. Und der hier auch. Nein, verdammt. Wir haben sehr viele Haarklammern, muss man sagen. Wir hatten die noch nie aufgebraucht. Aha. Komm schon, Stimpak. Ja, Stimpak. Und ein Right Away. Die nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Wir haben hier ordentlich Munition eingesammelt. Sehr ordentlich. Die werden wir nicht so schnell leer kriegen. Aufbrauchen. So, leicht verschlossen. Eastern. Oh. Ja, das wird wieder dauern. Kaugummi. Na, immerhin. Boah, der Alarm, der ist ja schrecklich. Den hätte man ja immerhin wieder abschalten können. Sehr schön. Fencing. Okay, was haben wir hier? Verschlüsselte Nachricht. Ich habe es geschafft, an das Kennwort für Isleys Computer zu kommen. Schicke es mir mit den Release Notes für den Q35 rüber. Der Prototyp wird hier vorbeigebracht auf dem Weg zum Verteidigungsministerium. Es sollte möglich sein, ihn unterwegs abzufangen. Q35 Freigabebescheinigung. Projekt Quantenplasma-Modulationsmaterien. Materie-Injektionswaffe. Version 32, Status fehlgeschlagen. Anmerkung: während Version 32 nicht die Energieausbeute von Version 31 oder Version 30 aufwies, gelang es uns, die Stabilisierungsschwelle von etwa 27,35% zu erhöhen. Das ist
vielversprechend. Trotzdem brauchen wir immer noch eine Lösung für die Probleme mit der Materie-Inversion. Version 33 fehlgeschlagen, Zerstörung des Labors, Datenverlust. Version 34 fehlgeschlagen. Interessant, ich bin nicht sicher, woher wir diese Daten haben. Das geht in eine völlig andere Richtung als das, woran wir bisher gearbeitet haben. Wir konnten die Materialversion mittels eines polarisierenden Quantenspins umdrehen. Ich denke, damit wäre das Problem mit dem Kompensationsfeld vom Tisch. Und ich bin bester Hoffnung, dass wir, was die nächste Waffe betrifft. Meine Güte. Ich kann mich auch nicht gerade konzentrieren bei dem Alarm. Version 35. Erfolgreich. Die Daten von Xuan brachten die Lösung. Es ist uns gelungen, ein stabiles Modell herzustellen. Ich denke, diese Waffe ist noch nicht für die Massenproduktion geeignet, aber das Modell dürfte beweisen, dass wir einen funktionierenden Prototypen haben. Letzte Probleme sollten bis zur nächsten Version behoben sein. Wie gewünscht, hier die Neuerungen im Vergleich zum Standardmodell des Plasmagewehrs. Materialien des Prototyps nicht für längeren Feldeinsatz geeignet. Der Q35 verfügt im Schnitt über eine höhere Kadenz, jedoch mit gleichmäßigen Abständen zwischen den Schüssen. Höhere Aktivitätszeit der Pulsladung präziser auf längere Distanz. Energie der Plasmaladung um 30% gestiegen. Rapcon Interne Korrespondenz, Julia Masters, Finanzvorstand von Leonard Stiepel. Julia, sicher haben Sie inzwischen schon von Robcos Vorhaben erfahren, unsere Firma zu übernehmen. In der Vergangenheit waren wir beide oft einer Meinung, wenn es um die moralische und finanzielle Zukunft dieses Unternehmens ging. Als Poseidon vor einiger Jahren Interesse bekundete, halfen Sie mir, den Vorstand zu mobilisieren, damit Rapcons Autonomie gewahrt blieb. Ich möchte Sie wegen Robco erneut um Hilfe bitten. Okay, Pierce sagte, Robco kaufe Aktien auf, um eine feindliche Übernahme zu forcieren, falls wir uns weigern sollten zu verkaufen. Okay, also die feindliche Übernahme zu erzwingen. Ich glaube nicht, dass sie ohne Zustimmung von Teilen des Vorstands genügend Aktien zusammenbekommen. Ich denke, sie und ich könnten genügend Leute umstimmen, um das Unternehmen abzusichern. Ich hoffe, sie werden mir zur Seite stehen. Leonard. So, von Julia an Leonard. Ich würde Ihnen gerne zur Seite stehen. Leo, geben Sie mir ein paar Tage Zeit und ich will versuchen, die Unterstützung meiner Leute im Vorstand zu gewinnen. Ich habe alles durchkalkuliert und ich bin ziemlich sicher, Sie haben recht. Wir können das abwenden. Jules. Von Julia an Pierce. Sie hatten recht, Leo hat mir gestern Abend eine Nachricht geschickt. Ich habe mir dem Vorstand gesprochen. Ich denke, angesichts der Summe, die wir beim Robco-Deal einstecken, dürfte der Vorstand problemlos zu einem Misstrauensvotum gegen ihn zu bewegen sein. Aha. Also hat Jules das Ganze dann an Pierce ausgerichtet. Obwohl sie eben erst noch mit Leonard gesprochen hatte. Okay. Eisley, wir haben neue Informationen und hier gibt es Wein. Okay, Kaugummi, bla bla bla. Ich will hier langsam mal gehen. Ja, ohne Frage, sehr interessant. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Hier wurden ja wirklich unzählige Roboter getötet. Ich würde gerne den Alarm ausschalten, aber ich glaube, das wird nichts. Mensch! Das ist definitiv ein effektiver Arbeiter. Schreibtisch. Arbeitet sogar noch bis zum Tod. Oder darüber hinaus. Ja. Ein weißer Teller. Ofen. Okay. So, schnell knacken. Ach, na endlich. Und wo sind wir hier gelandet? Naja, solange wir noch leben. Hallo? Erstmal alle Türen öffnen. Wie in Horrorspielen oder Filmen. Typisch. Nicht sehr viel. Den können wir nicht knacken. Aktenschränke. Öhö. Zugang zum zweiten Stock ist für das Personal vorbehalten. Bitte identifizieren. Ja, Eiscreme. Danke, Sir. Ich wünsche einen schönen Tag. Ach, war das Kennwort? Wir hätten die meinetwegen auch alle umlegen können, aber... Oh, die Bruderschaft. Wir hätten die auch gerne umlegen können, aber... Der Alarm war schon sehr nervig, muss ich sagen. So, Holoband, Laser Rifle und eine Power-Rüstung.
Erstmal lesen. Moment, Daten. So, Isley. Mhm. Okay, Einsatzauftrag XV, also 1556. Temporäres Kennwort Leben, um einen weiteren Tag zu kämpfen. Zusammenfassung: Paladine Matiz und Lander erkunden sie die Ruinen bei den Koordinaten 0,004, 9,265. Suchen sie nach den benötigten Komponenten und bergen sie, was möglich ist. Stellen sie als Sekundärziel eine Liste zusätzlicher Gegenstände vor Ort für eine spätere Bergung zusammen. Das ist wohl nicht gelungen. Und wir können die Powerrüstung weiter reparieren, die wir haben. Also... Ach stimmt, die habe ich ja gar nicht mehr dabei, sondern... Rex oder Cass hatte die noch dabei. Hier. Sind wir natürlich massiv überladen. Und zwar einmal da mit. Sehr schön, die Rüstung nimmt langsam Form an. Und wir geben sie natürlich wieder unserem guten Rex. Der leider kein Dogmeat ist. Es ist traurig. Powerrüstung, Powerrüstung. Nö. Achso, ja, T45, genau. So. Ich überprüfe nochmal, ob er sie auch wirklich dabei hat. Wir wollen ja hier auf Nummer sicher gehen, genau. Früher oder später werden wir sie auch tragen. Ruhe in Frieden, Paladin. Was haben wir hier? Oh, nee. Moment. Wo ist der Stock? Also hier hatten wir schon den Alarm ausgelöst anscheinend. Wie man unschwer erkennen kann. Ja, wir gehen mal wieder. Für diese Speränzchen habe ich jetzt keine Lust mehr. Okay. Sehr schön. Aber das gefällt mir, dass wir hier langsam eine Powerrüstung nun ja sammeln. Okay. Terminal, das wir mal ausnahmsweise nicht knacken müssen. Schloss entriegeln. Von Karl Rourke an Pierce Isley Rapcon. Hallo Pierce, jetzt da die Dinge allmählich ins Rollen kommen, werde ich Ihr Ansprechpartner und Kontaktmann bei Robco sein. Ich werde mich um alles kümmern, was sich während Ihrer Aufnahme in die Robco-Familie ergibt. Meine erste Priorität wird sein, Ihr Sicherheitssystem etwas auf Vordermann zu bringen. Wie Sie alle wissen, gibt es bei Robco viele Projekte, die der Geheimhaltung unterliegen. Rapcon wird daher im Sicherheitssektor stark aufrüsten müssen. Ich werde einige Techniker und Sicherheitspersonal hinüberschicken, die in aller Diskretion einige Verbesserungen vornehmen. Es handelt sich um großteils harmlose Maßnahmen, jedoch sind alle Mitarbeiter künftig verpflichtet, ihre Sicherheitsmarken zu tragen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Leute die Marken bereits tragen, bevor unsere Partnerschaft offiziell bekannt gegeben wird. Ich denke, das wird die Übergangsphase erleichtern. Keine der neuen Sicherheitsmaßnahmen wird in Kraft treten, bevor ich vor Ort bin. Ich hoffe, bis dahin hat sich jeder an die neuen Regeln gewöhnt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Karl Rook. Interne Korrespondenz. Steve, könnten Sie Ihre Techniker per E-Mail an unsere Sicherheitsbestimmungen erinnern? Ich werde nächste Woche eine Nachricht über ein paar Ausrüstungsmaßnahmen im Bereich Sicherheit drumherum schicken. Danke, Piers. Meine Güte. Wir lesen hier wieder unzählige... Korrespondenzen. Safe. Sehr schön. Jetzt bin ich schon wieder überladen. Das ist doch nicht wahr. Was haben wir denn noch? 9mm Pistole ist ehrlich gesagt nicht wirklich viel wert, aber ich will die auch nicht wegwerfen. Ich meine, wieso? Die wiegen... nicht sehr viel. Fernglas. Fragmine. Hunting Rifle, Laserpistole, Laser RCW, Rifle, ist einiges wert. Missing Laserpistole, die sollten wir nicht wegwerfen. Ja, die Light Machine Gun ist einfach mal 2000 wert, auch nicht schlecht. Plasma Pistol, okay. Ob ich die jetzt wegwerfen soll? Ich weiß ja nicht. Rifle. Oh, wir können die hier. Ja, das reicht schon. Langsam wird das hier wie in Fallout 3. Da hatte ich auch die ganze Zeit mein Inventar überfüllt. Leider. Und das ist mit der Zeit sehr störend, ich weiß. Entschuldigt das, bitte.
können wir überhaupt noch mehr machen hier? Ich meine, wir haben die Leiche gefunden. Pierce Isleys Aktentasche. Sicherheitskarte zweiter Stock. Vorkriegsgeld. Okay. Was können wir denn jetzt mit der Sicherheitskarte genau anfangen? Frage ich mich. Ich sehe mich nochmal. Oberster Stock. Aber ist das hier nicht der zweite Stock? Hm. Hallo? Das Terminal. Ich weiß nicht, was genau wir mit der Sicherheitskarte jetzt noch anfangen können. Hoffentlich irgendetwas. Verschlossen, sehr schwer. Da bringt uns auch die Karte nichts weiter. Okay, erster Stock. Hm. Sonstige. Zeichen Caesars. Mhm. Die Visitenkarten haben wir auch noch übrig. Wir haben sehr viel Vorkriegsgeld. Das sollten wir definitiv verkaufen. Wo auch immer. Erster Stock. Yay. Alarm. Auf den hatte ich mich gefreut. Da ist nicht sehr viel. Kann ich mal vorbei? Ja, danke schön. Wachbot. Der hat wohl auch den Geist aufgegeben. Da kommen wir rein. Sehr schön. Okay, Aktenschränke, die sind leer. Das sind sehr viele Aktenschränke. Okay. Hm. Ach du Heilige. Leer, leer, leer. Und was haben wir hier? Aha. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Q35 Meta-Modulator. Der sieht sehr gut aus. Das ist die Waffe, von der die Rede war. Die werden wir definitiv behalten. Die sollte auch ganz gut Schaden ausrichten. MF-Zelle braucht die. Okay, die ist auch einiges wert. Schaden 41. Hält sich sogar im Ganzen, aber die scheint ja andere Vorteile zu haben. Hm, na schön. Plasma-Pistole. Ich werf die mal raus. So, Terminal. Softlock Solutions, ihre Sicherheit, jetzt unsere Sicherheit, bekommen Benutzer, Schloss entriegeln. Zugang zum zweiten Stock ist Führungspersonal vorbehalten. Bitte identifizieren. Oh, oh. Eiscreme. Danke, Sir. Hat funktioniert. Ich wünsche einen schönen Tag. Es ist herrlich. Aber das war ja auch nur Glück, also das scheint ja hier nicht wirklich ein Passwort zu sein. Mikrofonzelle. Vorkriegsgeld, ja, Kork nehme ich auch mit. Nein, ich will. Mikrofusionszelle. Ja, immer schön mitnehmen. Die lassen wir nicht zurück. Wir haben hier Unmengen an Munition gefunden. Nikola Tesla und ich. Und du. So. Und Haarklammer. Ruhige Hand. 3 Stimpaks. Nicht schlecht, Herr Specht. Altmetall, Wunderkleber, Altmetall. Okay, aufgepasst, wir... Was wollte ich denn jetzt... Achso, Hilfsmittel. Nikola Tesla... Wo haben wir denn? Hier. Energiewaffen um 3 erhöht. Sehr schön. Und zwar dauerhaft. Das freut mich. Und was haben wir hier? Okay, das werden wir wohl nicht mehr gebrauchen. Ach, hier sind wir gestartet. Das hat sich gelohnt, Leute. Wir haben sehr viele Waffen. Sehr viele, also wir haben gute Waffen erhalten und sehr viel Munition. Und dazu noch... Wie die mich alle ansehen. Und dazu auch noch sehr viele Erfahrungspunkte. Okay, und hier vorne wäre ja dann... Moment, ich suche mal die Aufgabe raus. Aufgabe. Oh Gott, wo haben wir die denn? One for my baby. Ah ja. Mhm. Diese paar Missionen hier noch.
Drei Kartenkopfgeld, Hochzeit, unfreundliches Zureden. Nachtpirscher, ich hör dich trapsen. Blute mich aus. Herzschmerz nach Ansage. Alice McLafferty über das Ende von Henry Jamesons Beschäftigungs... Ach, wir müssen sie noch informieren, das hatte ich vollkommen vergessen. Das müssen wir auch noch machen. Ethel, ah ja, Platin-Chip, Topstars, Schweiniges Gold. Dinge, die Rums machen. Den Rumsern in Nellis helfen. Return to Sender. Keine Ahnung, wo die Mission ist, aber irgendwo haben wir noch eine, den Typen zu bergen. Ja, wir werden auch gleich attackiert übrigens. Ja, das ist direkt hier vorne. Und wir sterben direkt. Cool. Gute Arbeit. Ich würde mich ja gerne schlafen legen, wenn ich könnte. Aber das wird wohl vorerst nichts werden. Und die Strahlenkrankheit muss ich auch noch heilen. Fällt mir ein. Na toll, jetzt muss das Ödland wieder laden. Also wir müssen auch noch ein paar Leute informieren. Wegen den offenen Missionen, die wir noch haben. Ich glaube, ich sollte mich erstmal heilen und die Radioaktivität loswerden. Das wäre keine schlechte Idee. Das sollten wir hoffentlich auch hinkriegen. Na schön. Ich weiß nicht, warum sich das Ganze hier so viel Zeit lässt. Vielleicht, weil wir gestorben sind und wieder, keine Ahnung, im Hauptquartier hier im Bürogebäude gelandet sind. Wie gesagt, die Ladezeiten liegen an den Modifikationen. Und ich bin ehrlich gesagt froh, solange das Spiel noch läuft, weil, ja, als ich die ganzen Modifikationen das erste Mal installiert hatte, ist das Ganze nicht wirklich gut gelaufen, da gab es ein paar Probleme. Und nachdem ich sie das zweite Mal dann installiert hatte, ist das Ganze soweit gut gelaufen, auch performance-technisch, größtenteils. Wenn man jetzt nicht gerade mitten in New Vegas ist, das drückt dann anscheinend schon auf die Performance. Zusammen mit dem Aufnahmeprogramm wahrscheinlich. Ja, lädt das noch heute oder? Ah ja, Tatsache. Ich dachte, das Spiel bleibt wieder hängen. Das kann auch passieren. Ja, wir müssen... Wow. Wir müssen abhauen. Das bringt uns nämlich jetzt nicht sehr viel, wenn wir gegen die Gegner kämpfen. Okay. Ich würde sagen, wir reisen mal schnell. Okay, wirklich schnell würde ich nicht sagen, aber... Wohin reisen wir denn? Camp McCarran. Vault 3. Wir reisen mal... Delta... Vielleicht so ein Camp Forlorn Hope, da kann ich mich nämlich schnell heilen lassen. Jetzt müssen wir schon wieder warten, ich hätte das Radio einschalten sollen. Aber dann setzen wir unsere Reise fort, das machen wir nämlich noch. Die Aufträge der Bruderschaft erfüllen, denn ich habe die Hoffnung, dass wir dann möglichst bald erlernen können, wie wir die Powerrüstung tragen. Denn wir brauchen ja neben der Powerrüstung eben auch das Training. Und eine Powerrüstung haben wir schon, ohne Helm. Aber immerhin haben wir eine. Und wenn wir dann noch von der Bruderschaft erlernen, wie wir die Powerrüstung einsetzen können, wie in Fallout 3 damals, dann können wir die eben auch tragen. Und mit einer Powerrüstung haben wir schon einen ordentlichen Vorteil gegenüber den restlichen Gegnern. Mehr oder weniger. Aber eine Powerrüstung ist schon mal sehr ordentlich. Eine vollständige, die kann schon gut schützen. Also die ist definitiv nicht zu unterschätzen. Ich meine, in Fallout 1 und 2, da habe ich mich nie irgendwelchen Supermutanten gestellt ohne Powerrüstung. In Fallout 3 und Fallout New Vegas, da haben wir schon einige Supermutanten bekämpft ohne Powerrüstung. Aber in Fallout 1 und 2 habe ich das nie gemacht. Wenn ich mich recht erinnere, da habe ich wirklich erst... Man ist auch immer erst relativ spät auf Supermutanten getroffen. Aber da habe ich eben erst... Sagen, bei der Sicherung der Einschienenbahn ist eine ungeheure Peinlichkeit. Ja, tut mir leid. Ich hätte sie ja gerne entschärft, die Bombe. Können wir hier schlafen? No. Okay, ich denke, wir müssen ein anderes Bett suchen, weil wir hier nicht schlafen dürfen, weil die Betten belegt sind von irgendwelchen Leuten. Warum können wir uns denn nirgends hier schlafen legen?
Okay, nochmal da rein. Das stimmt wohl. Nach unbestätigten Berichten hat RNK-General Lee Oliver möglicherweise seinen Posten in Camp McCarran verlassen, aha, um Hooverdamm Präsenz zu zeigen. RNK-Quellen zufolge haben die Sicherung des Damms gegen Caesars Legion derzeit oberste militärische Priorität. Daher sei diese Aktion nicht unerwartet. Diese Schlagzeilen brachte ihn... Keine Einschienenbahn zum Strip? Ja, ja, ja. Ich darf mich hier partout nicht schlafen legen, Leute. Na schön. Ich will mich doch nur irgendwo schlafen legen, bitte. Das ist... Ich darf mich hier nirgendwo schlafen legen, weil diese ganzen Betten eben, naja, irgendwelchen Leuten hier gehört. Okay, der läuft mir entgegen. Meinetwegen. Ja, dann heilen wir uns einfach mal beim Arzt. Von der Strahlung zumindest. Wir sind nämlich hochgradig radioaktiv hier. Es ist schon herrlich. Und zwar, hier konnten wir auch nicht hin. Nein, natürlich nicht. Kann ich mal vorbei, Kollegen? Natürlich. Na, das ging schnell. Schnell. Eine Revanche. Oh Gott, ich will zum Arzt. Bitte, heil mich. Können wir uns hier schlafen legen? Ja. Okay. Und jetzt die Radioaktivität. Danke nochmal, dass Sie sich um meine fehlenden Medikamente gekümmert haben. Jetzt kann ich sie endlich für Leute verwenden, die sie brauchen. Kein Problem. Ich bin nicht qualifiziert. Ich brauche eine medizinische Behandlung. Ich habe nicht mehr viele Vorräte, sodass ich meine Dienste nicht einfach so anbieten kann. Aber ich kann Ihnen helfen. Radioaktivität? Können Sie mich von der Verstrahlung befreien? Klar doch. Je früher, desto besser, wenn Sie mich fragen. Außer Sie wollen einen dritten Arm. Naja, ich weiß ja nicht. 100 Kronkorken, auf geht's. Okay, das piekst jetzt vielleicht kurz. Au. Okay, das heißt, wir stehen jetzt wieder bei 0. Ach, na endlich. Das ist viel besser, Leute. Viel besser. Gut, das heißt, wir... Moment. Kamin... viel Zütte. Bla bla bla. Hier. Na. Ich will. Da. Kaminrote Karawanenkompanie, da wollte ich hin. Wir können derweil etwas dem Radio lauschen. Oder auch nicht, weil das Radio gerade den Geist aufgegeben hat. Okay, ich verstehe. Lief das nicht normalerweise? Während den Ladesequenz. Ach, ich habe keine Ahnung. Hinterfragt es einfach nicht. Ach, das Silver Rush, genau. Na schön. Ah ja. Wear your badge, it could save your life. Das ist wohl wahr. Oder man tötet einfach. Oder, naja, man eliminiert die ganzen Roboter. Das Old Monument Fort ist das älteste Gebäude in New Vegas. Es wurde vor kurzem von den Anhängern der Apokalypse besetzt. Das kennen wir auch nur allzu gut, aber jetzt sind wir ja im Auftrag der Bruderschaft erstmal unterwegs. Sprache bestimmt, wie stark sie jemanden durch einen Dialog beeinflussen und sich Zugang zu Informationen verschaffen können, die man ihnen sonst vielleicht vorenthalten würde. Ja, also damit können wir schon gut die Leute überzeugen. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, bis dieser Ladebildschirm sein Ende findet. Also in Fallout 3 waren sie wirklich nur sehr kurz und ich habe in Fallout 3 wesentlich mehr Modifikation eingesetzt. Das wollte ich nochmal angemerkt haben. Ich habe in Fallout New Vegas nur, naja, höchstens 5 bis 15 Modifikationen eingesetzt. Das ist nicht wirklich viel. Wenn überhaupt. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Natürlich. Good Springs mit einem Kopfschuss aufgefundener Paketkurier hat angeblich das Bewusstsein zurückerlangt. Ja, das kennen wir schon. Vollkommen wohl auf. Mhm. Das ist
Kette in der RNKJVA befindet diese sich in der Hand der Sträflinge. Aha. Sollten jeden meiden, der nach Knastbruder aussieht. Und das war's auch schon. Hier guter Hinweis. New Vegas. Möge das Glück Ihnen hold sein heute Abend. Willkommen zurück. Die Kamelroten Karawanenkompanie muss sich wegen Henry Jameson keine Sorgen mehr machen. Ja, er hat wohl direkt gekündigt und nicht mal eine Abfindung verlangt. Jetzt würde mich nur interessieren, was Sie genau zu ihm gesagt haben. Aber eigentlich will ich das nicht wissen. Trotzdem, danke. Ich bin sehr froh, den Kerl los zu sein. Kann ich noch irgendetwas anderes für Sie tun? Wir hätten da tatsächlich was. Ein Prospektor kam vor kurzem hier durch und hat eine Menge Kronkorken für Vorräte ausgegeben. Bei näherer Betrachtung stellten sich diese Kronkorken als brandneu heraus. Das ist ein Problem. Wahrscheinlich kommen sie aus der alten Sarsaparilla-Abfüllanlage. Gehen Sie hin, finden Sie die Kronkorkenpresse und machen Sie sie untauglich. Ja, denn wir sollen ja die Inflation hier verhindern. Ich hätte einige Fragen zur Kronkorkenwährung. Ah ja, pressierende Angelegenheiten. Was wollen Sie denn wissen? Warum ist eine Kronkorkenpresse ein Problem für Sie? Ich weiß nicht, also generell ist es ein Problem für eine Währung. Wenn einfach Kronkorken nachgepresst werden, dann, naja, sorgt das für eine Inflation. Die Leute fälschen schon seit Urzeiten Kronkorken, aber immer nur im kleinen Maßstab. Eine Kronkorkenpresse hingegen ist etwas ganz anderes. Wir können nicht zulassen, dass die Massenproduktion von Kronkorken alles entwertet. Genau, Geldentwertung. Ja, das ist auch, nun ja, bei uns generell ein Problem. Mit Euro und Dollar und Rubel und sonstigem. Inflation. Oder in den 20ern die Hyperinflation in Deutschland. Das war auch eine... Das war auch herrlich. Ich war ja live dabei. Werden überhaupt neue Kronkorken hergestellt? Sicher. Kronkorken nutzen sich ab und werden beschädigt. Einige Leute beharren sogar darauf, sie in Sprengkörpern zu verbauen. Ah ja. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Vorkriegsabfüllanlagen zu durchsuchen und alle Pressen unschädlich zu machen. Wir haben wohl eine übersehen. Was zeichnet einen echten Kronkorken aus? Eine Menge kleine Sachen. Die Farbe auf dem Etikett, die Stanzung, die Art des Metalls, aus dem sie hergestellt wurden. Ich weiß natürlich, dass es gefälschte Kronkorken gibt. Glücklicherweise sind sie sehr aufwendig herzustellen, sodass ihre Zahl klein ist. Na dann. In Ordnung. Kann ich Ihnen irgendwie anders weiterhelfen? Ich glaube, das reicht schon. War mir eine Freude. Ebenso. Ach schön, die Musik. Hallo, sind Sie hier, um zu handeln? In der Tat. Wie viele Kronkorken hat er? 6000. Sehr ordentlich, dem können wir ein paar Dinge andrehen, die wir nicht mehr brauchen. Zum Beispiel das Vorkriegsgeld. Die Hüte behalte ich. So, die Overalls werden wir... Auch los. Ja. Vermit Rifle. Jetzt haben wir noch die beiden hier. Ich werde die hier mal los. Turbo. Detect Range. Na, behalten wir mal. That Gun. Die habe ich auch nur sehr selten eingesetzt. Erhöhte Chance auf kritische Treffer. Könnte sich auch als praktisch herausstellen. Stimpaks behalten wir. Stealth Boy. Ebenso. Service Rifle. Sword of Shotgun, die ist einiges wert. Ordentlich. Robuste Karawannenflinte. Und wir haben hier auch noch weiter oben die Karawanen Shotgun. Die verschießt Kaliber 20. Die könnten wir eventuell auch mal loswerden. Und die hier Kaliber 12. Kaliber. Dass mein neues Weihnachts-Holoband mit dem Titel Nukleares Winterwunderland bald erscheint. Nun, Sie wissen ja, was das heißt, meine Lieben. Zeit für ein paar Meldungen. Wir haben aber auch mehr Kaliber 20 Patronen. Fragen sich, ob man es im sündteuren Restaurant des Hotels mit der Warteliste nicht etwas übertreibt. Ich verkaufe hier mal weiter. Zuflucht in einer Skihütte im Nordwesten. Aha. Stoßen, fangen Sie ja nicht. Ich wiederhole,
ja nicht an zu lachen, wenn sie einem Supermutanten auf dem Idiotenhügel begegnen. Ah ja, das kennen wir schon. Keine Nachrichten seien gute Nachrichten. Aber ich finde, mein Programm wäre schrecklich öde, wenn das so wäre. Und nun möchte ich Ihnen einen meiner Lieblingssongs spielen. Oh. Plasma Rifle. Naja, die können wir gut behalten, um eben sie zu reparieren. Davon haben wir einige. Pro Stück gibt er mir... Ja, pro Stück 35 Deckel. Okay. Mad Axe. Light Machine Gun, Level Action Shotgun. Verschießt auch Kaliber 20. Die können wir wahrscheinlich loswerden. Wenn wir die nicht mit der anderen Waffe kombinieren können. Laser Rifle. Laser Rifle. Laserpistole haben wir auch noch hier. Okay, es würde uns zumindest schon mal 1500 Deckel einbringen. Weg mit dem Ramsch. Okay, wir haben jetzt über 10.000 Deckel eingesammelt und haben immer noch mehr als genug Ramsch dabei, wie man sieht. Das ist ein Patron. Ach, Moment mal, C4. C4. Ach, immerhin. Verkaufen wir. Shotgun, Cat Eye. Die Chips bringen ja natürlich nichts ein. Cowboy Repeater. 357. Moment. Moment. Hier. 357 Magnum. Haben wir noch eine andere Waffe, die das verschießt? Nö. 308er. Bei dieser ganzen unterschiedlichen Munition muss man immer aufpassen. Leicht Kaliber 20. MF-Brüter. Kaliber 20, Kaliber 12. 22er LR, 40 mm. Ja, bei diesen unterschiedlichen Munitionsarten muss man eben aufpassen. Ich meine, wir haben ja noch... Munition verbraucht keinen Platz, deswegen. Ich verkaufe aber trotzdem mal den Cowboy Repeater. Wobei der auch nicht gerade wenig Schaden macht. Aber Dynamit können wir verkaufen. So. Die behalten wir. Fernglas behalten wir. Habe ich noch nie eingesetzt. Flammbrennstoff. Die hier können wir verkaufen. Die hier ebenso. Gegengift behalte ich. Das hat sich bisher als durchaus sinnvoll herausgestellt. Hydra. Körperteile wiederherstellen. Jet kann auch weg. Kaliber 12 und Kaliber 20 Patronen. Laserpistole, die Laser Rifle, die könnten wir ja reparieren. Miteinander, in dem Sinne. Level Action Shotgun, da muss ich auch nochmal nachsehen. Inwiefern wir die noch brauchen können. Red Axe. Wie ich ja wieder Ewigkeiten verbringe. Herrlich. So, jetzt haben wir übrigens 11.000 Kronkorken. Bis dann.